Ja, es kam 2G Plus für alle. Am selben Tag wurde in Baden-Württemberg dann die Ausnahme für Geboosterte beschlossen. Und dann kamen so übers Wochenende noch ein paar Ausnahmen dazu. Die gute Laune Morning Show bei Donau 3 FM am Dienstag 12 nach 8. Viele wünschen sich einfach mal eine klare Ansage von der Politik, aber die Hoffnung darauf, die schwindet immer weiter, spätestens eben nach den letzten Entscheidungen. Von Markus Steib von der Bäckerei Steib hat das zu einem ziemlich großen Chaos in seinen Cafés geführt. Also aus meiner Sicht blickt da kein Mensch mehr durch, weil die Landesregierung es geschafft hat, innerhalb von 3 Tagen 3-mal die Regeln zu ändern. Jedes Mal gilt eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und kein Mensch versteht mehr, was aktuell gilt. Nicht mal wir verstehen es mehr wirklich. Und das ist auch komplizierter, oder? Es gilt eigentlich 2G plus mit ganz arg vielen Ausnahmen. Die Ausnahme ist, wenn man geboostert ist, braucht man keinen Test. Wenn man doppelt geimpft ist und die letzte Impfung ist nicht länger wie 6 Monate her, keinen Test. Wenn man genesen ist und dieses Genesen weniger wie 6 Monate her ist, keinen Test. Und das soll dann meine Verkäuferin auch noch überprüfen, was jetzt aktuell für die jeweilige Person zutrifft. Das funktioniert nicht. Herr Steib, was würden Sie Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucher direkt dazu sagen? Er soll doch mal vorher bei mir anrufen, bevor sie eine neue Regel rauslassen, die sie dann alle paar Minuten, paar Stunden, paar Tage ändern, weil sie eben nicht durchdacht war. Er soll doch einfach mal einen Bäcker oder einen anderen Handwerker anrufen und fragen, ist das sinnvoll, was wir da vorhaben? Und dann müsste ich ihm leider meistens sagen, nein, macht's besser. Damit wird Ihnen ja eigentlich auch die Aufgabe übertragen, für die Sie nie zuständig sein dürften, nämlich mehr Leute zum Impfen zu bewegen. Es wird auf dem Einzelhandel und auf der Gastronomie die Impfpflicht von hinten eingeführt. Statt sie offiziell sagen, es gilt Impfen für alle, macht man das andersrum. Auf Kosten des Einzelhandels und auf Kosten der Gastronomie. Und das ist eine Sauerei. Dankeschön, Markus Steib von der Bäckerei Steib, unsere Donau 3 FM Online-Redaktion. Die hat übrigens 2 Diagramme erstellt, eins für Baden-Württemberg und eines für Bayern. Da können Sie wirklich ziemlich einfach sehen, was Sie dürfen und was nicht. Schauen Sie mal nach, donau3fm.de. Donau 3 FM, einfach gut informiert.